auf dem Kopf! Wait, war verloren! Er würde fallen! Er wusste noch immer nicht, wo oben war! Er würde hier sterben! Nein! Wird er nicht. Oder werden wir nicht. Oh Gott. Oh J. Was machst du nun mit uns? Ah, hier. Der Wind wurde stärker. Wake war weit oben. Zu weit. Aus dieser Höhe würde er aufs Wasser wie auf Beton. Mich nicht so sehr töten wollen. Der Sturm kam. Er würde ihn abwerfen. Okay. Hallo, warum springst du denn nicht? Manchmal springt er nicht so, wie ich will. Muss ich denn hin? Da. Oh, Gott sei Dank. War knapp. Glaube ich dir? Oh, ist los. Puh. Ist hier auch kein Videospiel? Aber ist auch egal, die will ich gar nicht haben. Er bestand aus Dunkelheit. Ich musste durch das wirbelnde Chaos hindurch. Es erinnerte mich an das Dunkel. Nur eine weitere Erinnerung. Es konnte mich trotzdem töten. Ich kann uns alles töten. Da ist der Weg. Gut, dann gehen wir da mal hoch. Oh Gott. Was hier abgeht. Diese Verrücktheit. Die man nur mit einem Videospiel erklären kann. Nun gut. Komm. Den Stein wollte ich auch noch haben, damit ich darüber springen kann. Was haben wir hier? Konzentrieren Sie sich auf den Leuchtturm. Wenn Sie ihn erreichen, sind Sie die Hürde. Es wird hier immer verrückter sehen. Das ist zu erwarten. Sie kämpfen um sich selbst. Die Landschaft reflektiert Ihnen ab. Aber jeder Schritt bringt Sie näher. Wenn Sie durchhalten, können Sie die Klarheit erreichen, die die Dunkelheit abwehrt. Alles klar. Das werden wir versuchen. Ich hoffe, das schaffen wir auch. Moment, jetzt, da ich wusste, womit ich es zu tun hatte, wurde die Umgebung wilder und seltsamer. So, als ob sie sich nicht länger darum scheren würde, normal zu wirken. Was haben wir denn hier gehabt? Habe ich da was im Augenwinkel gesehen? Scheint nicht. Rolle. Oh. Oh. Hätte ich mich fast selber platt gemacht. Ja, ich habe mich in den Tod manövriert, könnte man sagen. Ich werde mich jetzt einfach umbringen lassen. Ich komme nämlich nicht mehr weg. Warte, hier sterbe ich aber auch so oft, weil ich irgendwo langlaufe oder runterfalle und nicht, weil die Gegner so nervig wären. Ja. Ist aber auch nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres. Rollen, rollen. Stirbt alle. Ja, Toten oder besessenen Mistviecher. Hm, wo lang muss ich denn? Hier den Weg lang, okay.
Wenn wir uns mal konzentrieren, dass wir da lebend ankommen. Natürlich könnte ich jetzt Rollen gebrauchen. Aber das klappt auch. Klappt ganz gut. Und euch krieg ich auch noch. Komm. Kack ab und du auch. Danke. Hätte das Rollen geholfen? Wahrscheinlich, ne? Aber egal. Dahin wollte ich schießen. Oh Gott. Oh J. Komm her. Ich kümmere mich gar nicht um die Videospiele. Weil die sind mir egal. Ich muss nicht unbedingt alles haben. Ich möchte mich auf die Story konzentrieren. Okay, die ist ja eh bald zu Ende. Also weil es die letzte Episode ist, ist sie bald zu Ende. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Ist ja alles blind für mich. Schrot finden Money finde ich aber in Ordnung. Wollte ich mal erwähnt haben. Loch. Ja, das Loch habe ich gemerkt. Kann ich das anleuchten oder was soll mir das sagen? Vielleicht so? Ja. Gut. Hat er dann doch geklappt? Feuerwerk. Ah. Hier wären eh genug Leuchtfackeln gewesen. Dass das auch jeder kapiert. Was haben wir denn hier? Fernseher natürlich. Okay. Wird immer abstruser hier das Ganze. Und daran sollten wir uns gewöhnen. Wurde ja von Zane schon gesagt. Das ist ja der Kampf unserer beiden Psychen, die gegeneinander kämpfen. Wenn man so will. Ja. Was war das? Warum weiß ich, dass hier ein Kettensägen-Massaker-Typ ist? Hinter mir ist direkt ein Gegner. Ah, da ist der Kettensägen-Massaker-Mann. Du auch. Ich nehme einfach mal Pistole lieber. Wäre besser. Ist hier noch irgendwas? Ich habe zwar gesagt, dass ich die nicht aktiv sammeln werde, aber heißt ja nicht, dass man offensichtliche Orden vorlässt, ne? Jetzt gerade nichts. Ja, da wird es so runtergehen. Oder weitergehen. Ja. Dann mal ab dafür. Boah, ist ja alles so verwirrend hier. Ich meine, wirklich kreativ müssten die hier nicht sein bei dem Level Design. Durch ein Labyrinth laufen, sinnlos im Kreis rennen, ohne anzukommen. Sein Leben in klein. Es war nutzlos. Okay. Und jetzt? Das ist auf jeden Fall ein Pfeil.
Wenn man sagt, dass ich hier lang muss, dann werden wir auch hier lang gehen. Was zum Teufel ist hier nur los? Komme ich auf jeden Fall gerade nicht hoch. Ne, aktuell komme ich noch nicht hoch. Ah, okay. Springen ist hier die Lösung. Springen, Ellen, springen. Wake. Ja. Dann müssen wir also reinspringen. Willst du mir das sagen? Macht Sinn. Macht alles Sinn, ja. Irgendwo macht alles Sinn. Nein. Das ist nicht nötig. In meinem Kopf ist alles in Ordnung. Du hast ja genug Licht. Na gut, könnte es mehr haben, aber... Das muss reichen. Das muss reichen. Ah, die rollen weg. Das ist echt wahnsinnig hier. Hat überhaupt nichts mehr mit dem Original Alan Wake zu tun, aber das kann ja auch ganz gut sein. Ich würde mal sagen, darunter geht's. Hat zwar wieder Sprung, aber... Boah. Dann mal weiter hier. Ohne, dass wir bitte dabei sterben. Wenn ich nur wüsste, wo lang. Hier. Oder so, ja, so. Okay, jetzt fällt er alles runter. Na, geht. Alles Klärchen. Und um der... Was war... Oh, toll. Folge dem heiligen Licht. Dann habe ich das jetzt in... Denke ich, jeder Session gesagt. Ja, ich würde gerne hochgehen, aber... Ja, runtergehen. Aber das tut ja weh. Kostet ja Lebenspunkte. Jetzt müssen wir warten, bis das so funktioniert, dass wir da lang gehen können. Also, ja. Das ist alles so verrückt aktuell. Kann man schlecht beschreiben. Komm schon, Ellen. Ah, jetzt kannst du da lang gehen. Ich würde behaupten, wir warten mal ein bisschen, bis wir hier lang gehen. Ja, sonst endet das wieder tödlich. Oder wir kommen da gar nicht mehr hin. Okay. Ja. Warten, warten. Boah. Das war jetzt nicht hoch. Doofes Spiel.